Abgelehnt. Damit wäre der Tagesordnungspunkt 4 absolviert. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, der Fragestunde heute in einer Fragerunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen und da Frau Bischofberger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, unsere Frage rührt aus der Sorge um das Sachsenbad und um dessen Zustand. In einer Antwort auf eine mündliche Anfrage in der Stadtratssitzung vom 25. März 2021 erklärten Sie, das Sachsenbad ist aus baukünstlerischen, architekturgeschichtlichen, aus stadt- und baugeschichtlichen, aus städtebaulichen und sozialgeschichtlichen Gründen unter Denkmalschutz gestellt. Das Sachsenbad ist eines der bedeutendsten Zeugnisse der neuen Sachlichkeit und es ist ein Zeugnis des sozialen Zusammenlebens und der Quartiersidentität. Des Weiteren erklärten Sie in einer Antwort auf eine Anfrage, die Bauaufsicht schätzt das Gebäude in Ihrem Schreiben vom 20. Juni 2019 als stark ruinös und in einigen Bereichen als einsturzgefährdet ein. Nach unserem Kenntnisstand wurde das Sachsenbad am 5. November verkauft, 2021 schon. Und dazu bitte ich Sie jetzt um die Beantwortung folgender Fragen. Welche Vorabmaßnahmen zur Sicherung des denkmalgeschützten Objektes wurden mit dem Käufer getroffen und warum gibt es bis jetzt noch keine erkennbare Sicherung des Gebäudes? Und in welchem Zustand befindet sich das Gebäude aktuell und welche Maßnahmen ergreift die Stadt zusammen mit dem Eigentümer, um den weiteren Verfall des denkmalgeschützten Gebäudes zu verhindern? Also mit dem Käufer ist ein wirksamer Mindestschutz bis zum Beginn der vollständigen Dachsanierung entsprechend festgehalten und dass der Verkäufer auch die vorgenommenen oder vorzunehmenden Sicherungsmaßnahmen dann gegenüber dem der Käufer gegen den Verkäufer anzuzeigen hat und anzeigen wird. Ein Wetterschutzdach ist im Rahmen der geplanten Dachsanierung nicht erforderlich, da die grundlegende Sanierung des Daches geplant ist. Vorausgehend von baulichen Maßnahmen für den Mindestschutz, also Notsicherung des Daches, bemühte sich der Erwerber sofort nach Kaufvertragsabschluss um bautechnische Bewertung zur Beschaffenheit des Daches. Dies insbesondere mit Blick auf sofortige erforderliche Sicherungsmaßnahmen. Im Ergebnis der ingenieurtechnischen als auch der baugewerblichen Bewertung wurde laut dem Erwerber allerdings keine Einsturzgefahr festgestellt. Seitens des Erwerbers wurde zugesichert, dass die erwähnten Sicherungsmaßnahmen beauftragt werden sollen, dies unabhängig davon, dass nach derzeitigem Kenntnisstand keine Einsturzgefährdung festgestellt wurde. Die Notsicherung des Daches sollte laut dem Erwerber ursprünglich bis spätestens 30. November 2022 abgeschlossen sein. Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen und Baugewerke konnte der Zeitpunkt allerdings nicht erfüllt werden. Inzwischen wurde durch den Erwerber erfolgreich ein Auftrag an ein Dresdner Dachdeckerunternehmen erteilt. Laut Aussagen kann der Gerüstbauer frühestens ab dem 3. Januar 2023 mit dem Gerüstbauarbeiten beginnen. Die Gerüstbauarbeiten werden ca. 3 Tage in Anspruch nehmen, sodass spätestens ab dem 9. Januar 2023 die Dachdeckerarbeiten beginnen können. Erlauben Sie mir eine Nachfrage, und zwar, wie bringen Sie die Aussage überein, dass Sie sagen, ich habe jetzt nicht genau mitgekriegt, wer das jetzt geprüft hatte, aber dass das Sachsenbad nicht einsturzgefährdet ist. Es gab mehrere Anfragen im letzten Jahr, die alle beantwortet sind zum Zustand des Hauses, dass es einsturzgefährdet ist, dass es sehr schwer geschädigt ist und dass sozusagen bis zum ersten Stock ganz dringend was passieren muss. Und ich hab die Sorge, dass dann sozusagen in einem Jahr, dass dann nichts mehr steht. Wenn das so weitergeht. Also Sie haben gefragt, wer. Ich habe das ja gesagt und wiederhole es nochmal, der Bauherr selbst. Wir werden ja sehen, dann können Sie im Zweifel zur nächsten Stadtratssitzung nachfragen, wenn es nicht geschehen ist, dass bis dahin eben entsprechend
sowohl das Gerüst und die Dachsicherungsarbeiten begonnen haben. So, dann kommen wir zur nächsten Fragenfraktion. Das ist die Fraktion Die Linke. Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, scheue dich nicht zu fragen, Genosse. Was du nicht selber weißt, weißt du nicht. Prüfe die Rechnung, du musst sie bezahlen. Lege den Finger auf jeden Posten, frage, wie kommt er hierher? Das wollen wir jetzt mal machen, und zwar beim Heinz-Steyer-Stadion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, grundsätzlich wird im wettbewerblichen Dialog ein Festpreis vereinbart. Vorliegend wurde beim Steyr-Stadion nach unserem Beschluss eine Basisvariante beauftragt, einige Optionsleistungen, die erst beauftragt werden sollen, wenn deren Finanzierung gesichert sei. In der aktuellen Vorlage, die auch heute zur Debatte steht und die leider auch nicht im Bauausschuss war, der war im Prinzip an der Diskussion und Beschlussfassung nicht beteiligt. In der aktuellen Vorlage geht es also um die Ausreichung eines erneuten Trägerdarlehens zur Finanzierung von Mehrkosten für die gestiegenen Materialkosten, für Mehraufwand der Entsorgung kontaminierten Bodenaushubs und wegen notwendiger Änderungen an der Bauplanung und Bauausführung. Grundsätzlich besteht bei öffentlichen Aufträgen nur eine Verpflichtung, Mehrkosten zu übernehmen, wenn diese nicht vorhersehbar sind, wenn sie nicht abweisbar sind und wenn die Leistung notwendig ist. Daher nun folgende Frage. Woraus ergibt sich angesichts des Festpreises eine zwingende Begründung für die Übernahme der genannten Mehrkosten im Einzelnen? Von wem wurde der Boden untersucht? Geschah diesem Auftrag der Stadt noch oder ist das auch Bestandteil des Generalübernehmers gewesen? Warum wurden die eigentlich in Dresden in der Regel gut bekannten Baugrundverhältnisse nicht erkannt? Geht noch weiter. Wurde das Budget an dieser Stelle unter Umständen klein gerechnet? Aus welcher vertraglichen oder gesetzlichen Regelung ergibt sich zwingend die Übernahme von Mehrkosten für Material bei einem Festpreisvertrag? Wer hat warum Leistungen und oder den Bauablauf geändert? Stehen die geänderten Leistungen im Zusammenhang mit den Optionsleistungen? Und zweitens dann, warum waren die Kostensteigerungen bzw. die zugrunde liegenden geänderten oder zusätzlichen Leistungen im Einzelnen nicht vorhersehbar, nicht abweisbar und warum sind sie zwingend notwendig? Gut. Dann starten wir mal hinein. Also, das Angebot des Generalübernehmers BAM, heute Zech, sah vor, dass belastete Aushubmassen im alten Eisstadium gelagert werden. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurde diese Variante seitens des Umweltamtes ausgeschlossen und konnte damit entsprechend nicht einmal mehr umgesetzt werden. Damit wurde die Entsorgung der Massen notwendig und die entsprechenden Kosten, die damit angefallen sind. Als gesetzliche Grundlage, wenn Abweichung vom Festpreis möglich sind, kann man § 313 BGB Störung der Geschäftsgrundlage heranziehen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn eben aggressive Preissteigerungen durch die weltpolitische Lage erfordern und das eben nicht vorhersehbar war und sich dann eben auf die Bestandteile der einzelnen Kostenposition niederschlagen. Und wir haben das ja auch schon damals bei der Grundsteinlegung gesagt. Es war da eben auch vorgesehen, Stahl aus dem Stahlwerk Mariupol zu ordern. Das ist im Moment leider nicht mehr möglich. Und das führt eben dann zu auch massiven Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Der Bauablauf wurde seitens des Auftraggebers nicht geändert. Hinzugetreten sind auf der einen Seite abgerufene Optionspositionen, insbesondere die Befestigung der Kurventribünen für die temporäre Errichtung von mobilen Tribünen und der vom Stadtrat beauftragte, nicht im Hauptauftrag enthaltene zusätzliche Leistung, insbesondere der komplette Ausbau der Kurventribünen. Das vielleicht einer knappen Antwort auf Ihre Fragen. Ja, ich danke Ihnen. Die Materialpreissteigerung, das ist okay, das ist so, da sind wir beteiligt. Was die geänderten Leistungen betrifft, leider nimmt die Vorlage keinen Zusammenhang, stellt sich keinen Zusammenhang zu den Optionsleistungen her, ist in der Begründung nicht enthalten, können wir nachher noch drüber reden. Und was die Kontamination betrifft, Sie haben eine Teil der Frage nicht beantwortet, wer den Vorentwurf, wer im Prinzip die Planung gemacht hat,
wenn die Planung bei der BAM lag, dann müsste eigentlich der Antragsteller, Bauantragsteller für seine Leistung verantwortlich sein, auch für die Genehmigungsfähigkeit seiner Leistung. Da trifft es meines Erachtens aus den knappen Informationen die Stadt nicht. Da müssen wir also nochmal drüber reden. Vielen Dank. Also letzteren Punkt, den würde ich Ihnen bei der schriftlichen Beantwortung noch mit nachreichen. Habe ich jetzt hier nicht vorliegen, kann ich Ihnen nicht hier mündlich beantworten, aber wird in der schriftlichen Antwort mit drin sein. So, wir machen weiter mit der CDU-Fraktion. Herr Böhm. Ja, Herr Oberbürgermeister, eigentlich sollte ja heute ein Antrag behandelt werden der Linken. Königsbrücker Straße 20.0, der ist ja nun zurückgezogen worden und ich würde Sie trotzdem bitten, weil der Punkt ja nun heute nicht kommt, vielleicht mal kurz dazu Stellung zu nehmen, wie es denn aktuell steht. Weil zum einen würde natürlich viele Leute interessieren, wie ist denn nun der aktuelle Stand, so kurz vor Weihnachten, kann man denn hoffen? Bringt der Weihnachtsmann da vielleicht was mit oder auch nie? Und zum anderen wird ja natürlich auch diskutiert im Bereich der Politik und insbesondere auch in dem Antrag, der behandelt werden sollte, dass es möglich wäre, sozusagen im Bestand die Königsbrücker Straße zu sanieren und trotzdem wichtige Ziele wie die breiteren Stadtbahnwegen und ordentliche Rad- und Fußwege zu bekommen. Da gibt es unterschiedliche Ansichten dafür von ganz unterschiedlichen Politikern und auch von Verwaltung. Ich hätte da gerne noch mal zwei Auskünfte dazu. Die Weihnachtsmann-Funktion übernimmt heute Herr Bürgermeister Kühn. Danke. Da gibt es nichts Neues, ne? Der Weihnachtsmann kann auch mit der Route kommen, ne? Okay. Also, sehr geehrter Herr Böhm, zum Sachstand. Es gab ja eine Tektur zur Planung. Die Tektur, wir reden ja über die Königsbrücker Straße Süd, lag ja im Zeitraum 1. September bis 30. September öffentlich aus. Dann gab es die Möglichkeit, bis zum 1. November nochmal Stellung zu nehmen. Vor der ersten Tektur gab es ja keinen klassischen Erörterungstermin, sondern eine Online-Konsultation aufgrund sozusagen der Corona-Pandemie. So, jetzt sind im November wieder zahlreiche Stellungnahmen zur Tektur eingegangen. Im Wesentlichen die gleichen, die vorher schon eine Stellungnahme abgegeben haben, haben jetzt nochmal eine Stellungnahme abgegeben und im Wesentlichen auch zu den gleichen Inhalten. Es ist aber so, dass sich jetzt sozusagen die Bewertung dieser Einwendungen vorgenommen wird. Wir arbeiten diese Stellungnahmen dann der Landesdirektion zu. Das versuchen wir jetzt zeitnah auch entsprechend hinzubekommen. Danach wird die Landesdirektion entscheiden, ob es einen Erörterungstermin oder eine Online-Konsultation nochmal gibt. Wir plädieren natürlich sehr stark dafür, dass die gleichen Einwände sind, dass die gleichen Themen sind und damit kein großer neuer Erkenntnisgewinn zu erwarten ist, jetzt auf einen weiteren Erörterungstermin zu verzichten, sondern dann eben gleich in den Planfeststellungsbeschluss zu gehen. Ich rechne allerdings jetzt nicht mehr damit, dass der noch dieses Jahr kommt, sondern dann Anfang 23. Sie haben weiter gefragt, ob man in einer Bestandssanierung die Ziele, die die Planung hat, erreichen kann. Sie haben es richtig gesagt, Ziel war die Schaffung separater Radverkehrsanlagen, der breitere Gleisabstand für die neuen Stadtbahnwagen und der behindertengerechte Ausbau von Haltestellen. Und es ist so, dass insbesondere der geänderte Gleisachsabstand der neuen Stadtbahnwagen ein Planverfahren erfordert, weil ich die Gleise auseinanderziehe und damit immer Lärmbetroffenheiten organisiere, die dann eben in einem Planverfahren diskutiert werden müssen mit den Betroffenen. Das heißt, hier brauchen wir immer eine Genehmigung, in dem Fall von der Landesdirektion Sachsen. Der Sanierung Bestand ist angesichts der dargestellten Ziele eben nicht möglich. Die Förderung für den kommunalen Straßenbau ist ja umgestellt worden. Ein Teil ist ja über das FAG dann künftig als Pauschale ab 23 vorgesehen. Und es wird aber weiter eine KSDB, also kommunale Straßenbauförderung geben für Projekte mit
Landesbedeutung und eben auch dem ÖPNV. Die Richtlinie existiert noch nicht, wir erwarten sie im Januar 2023, kennen also jetzt noch nicht die Inhalte im Detail, nur die Ankündigung. Für den Schienenteil, also den Anteil, den die DVB ja dann zahlen müsste, gibt es ja die Bundesprogramm GVFG. Das ist ja unverändert und davon kann partizipiert werden. Bürgermeister, darf ich den Weihnachtsmann nochmal nachfragen, nochmal präzisieren? Meine Ohren haben gerade vernommen, lieber Weihnachtsmann, dass man mit Anfang 2023 möglicherweise mit einem Planfeststellungsbeschluss rechnen kann, oder hat sich der Weihnachtsmann da möglicherweise verkrächzt oder so? Ich weiß es nie. Also das wäre vielleicht nochmal wichtig klarzustellen und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch, ist denn damit zu rechnen, dass wir dann so das denn wäre, nächstes Jahr auch ausschreiben und dann dem Ziel des Beginns der Sanierung mal endlich in Sichtweite kommen? Also der Weihnachtsmann ist ja dann an der Stelle eher sozusagen der Landesdirektion zu suchen, weil durch den Planfeststellungsbeschluss wir ja dann überhaupt in die Lage bekommen, erstmal Baurecht zu erhalten. Wie gesagt, das hängt sehr stark davon ab, ob jetzt die Landesdirektion jetzt nochmal einen Bedarf sieht an einem Erörterungstermin. Wenn dieser Erörterungstermin von der Landesdirektion nicht als notwendig erachtet wird, ist aus meiner Sicht angesichts auch des vorhergehenden Planungs- und Genehmigungsprozesses und der doch überschaubaren Tekturen, die ja dann vorgenommen wurden und ausgelegt haben, doch recht mit einem zügigen Planfeststellungsbeschluss zu rechnen. Ab Planfeststellungsbeschluss ziehen sich dann natürlich die weiteren Planungsstufen nach HUAI an, wo dann auch das Thema Ausschreibung von Bauleistungen und weiteren Planungsleistungen zunächst erstmal sich anschließt. Wir rechnen damit, dass von sozusagen Startpunkt Planfeststellungsbeschluss bis wirklich Baubeginn, mal bestimmte bauvorbereitende Maßnahmen jetzt ausgeklammert, nochmal 2 Jahre ins Land gehen werden. Kann der Weihnachtsmann ja noch ein bisschen sammeln bis in 2 Jahren, dann, um dann eventuell einen etwas größeren Geschenkesack mitzubringen. Danke. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Freie Wähler, Freie Bürgerfraktion. Herr Genschmer, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, unsere Fraktion wird regelmäßig von Bürgern aus dem Dresdner Norden befragt über den Sachstand des geplanten Ersatzneubaus des Schwimmhalle in Klotzsche. Gestatten Sie mir dazu 2 Fragen. Wurde bereits ein Bauantrag eingereicht und wann mit ist der Baustart? Und zweite Frage ist, wurden Fördermittel beantragt und wenn ja, wie ist der Bescheid dafür ausgefallen? Also ein Bauantrag ist noch nicht gestellt. Bei den Fördermitteln sieht es so aus, dass per 30. September 2021 bei der Sächsischen Aufbaubank Fördermittel beantragt worden sind. Mit Bescheid vom 18. Juli diesen Jahres ist dieser Antrag abgelehnt worden. Die Dresdner Bäder GmbH hat danach mit aktualisierten Unterlagen und einer überarbeiteten Kostenschätzung fristgemäß zum 30. September 2022 erneut Fördermittel aus dem Programm Investive Sportstättenförderung bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt, aber darauf noch keine entsprechende Rückmeldung bekommen. Gestatten Sie mir noch eine Rückfrage. Wir wollen ja heute ja den Haushalt beschließen und wir können ja eventuell hoffen, dass so ein Fördermittelbescheid beschieden wird. Ist denn in dem Haushaltsentwurf Geld dafür eingestellt? Also der Neubau kann natürlich erst starten, wenn eine gesicherte Gesamtfinanzierung ist. Bisher waren die Bäderbauten, die umgesetzt worden sind, in der Bäder GmbH selbst finanziert worden. Bis jetzt ist das aber nicht Bestandteil des gerade beschlossenen Wirtschaftsplans der Bäder GmbH. Wir kommen zur nächsten Fraktion, das ist die SPD-Fraktion. Frau Mühlbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auf der heutigen Stadtratssitzung behandeln wir ja später noch den Personalbedarf im Doppelhaushalt und unter Top 33 die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes der Stadtverwaltung Dresden. Als die zugehörige Vorlage in der ersten Lesung im Ausschuss für allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit, deren Mitglied ich bin, besprochen wurde, hatte die Verwaltung sehr zeitnah eine Vorlage
mit einer Personalbedarfsanalyse angekündigt. Diese liegt uns leider bis heute nicht vor. Und deshalb hätte ich die folgende Frage. Lag der Aufstellung des Personalbedarfs im Doppelhaushalt 23/24 ein Personalbedarfskonzept zugrunde? Und wann ist beabsichtigt, dieses dem Stadtrat vorzulegen? Also dem Haushalt liegt zugrunde, dass die Aufgaben und verwaltungsinternen Vorgaben zur Stellenplanung in den Stellenplan einfließen. Das Personalbedarfskonzept in dem Sinne lag dem Stellenplanerstellung natürlich nicht zugrunde, weil es ja natürlich noch nicht verabschiedet ist und noch nie vorgestellt werden kann. Im Wesentlichen geht es aber darum, in dem Personalbedarfskonzept zu analysieren und eben sich entsprechend darauf vorzubereiten, wie viel habe ich an Personalabgängen durch Ruhestand, wie viel habe ich an sonstigen Fluktuationen, wie stark gehen wir in die Ausbildung, woher rekrutieren wir entsprechende Fachkräfte. Und da ist noch Nacharbeitsbedarf, das ist noch nicht so, dass es sowohl die Dienstberatung des Oberbürgermeisters passieren konnte und damit auch noch nicht den Stadtrat erreichen konnte. Ich rechne mit Anfang nächsten Jahres. Vielen Dank. Ich hätte sonst nachgefragt, wenn Sie denn damit rechnen, das dem Stadtrat vorzulegen. Danke. Als nächste Fraktion ist die FDP an der Reihe. Herr Zastro, bitte. Ja, Herr Oberbürgermeister, im März 2021 wurde ja die jetzt gültige Parkgebührenverordnung in der Stadt beschlossen. Die hatte ein paar mehr Punkte drin stehen, außer allein die Gebührenerhöhung, sondern auch den Punkt Evaluierung und Modernisierung des Parkleitsystems. Es gab in der Zwischenzeit ein paar Beschlusskontrollen, die immer darauf gezielt haben, dass die Evaluierung nicht möglich ist, weil erstmal das neue Gebührensystem eingeführt werden muss und sich bewähren muss. Das ist aber jetzt inzwischen ja lange her. Und inzwischen dürfte auch klar sein, wie sich alles entwickelt hat. Wir haben ja auch Zahlen über die Nutzung der Parkplätze da. Deswegen möchte ich erstens fragen, wann denn jetzt mit einer Evaluierung des Parkleitsystems gerechnet werden kann. Und zweitens haben wir damals in einer sehr interessanten Diskussion ja auch eines festgestellt. Das war auch ein Teil der Argumentation, dass wir in Dresden angeblich genug Parkplätze in der Innenstadt haben. Erinnere ich mich noch sehr gut an die Diskussion. Da wurde immer damit argumentiert, dass einige Tiefgaragen wie hier in der Innenstadt, Altmarkt, oftmals ausgelastet, überlastet sind, aber andere innerstädtische, zum Beispiel die am Wiener Platz, so gut wie gar nicht oder weniger genutzt werden. Und da hat der Stadtrat damals beschlossen zu sagen, liebe Stadt, leite doch deine Besucher, die ja gerade jetzt wieder an jedem Wochenende in Scharen von der A17 aus Tschechien kommen, doch gezielt um, sprech sie gezielt an durch tschechischsprachige Wegweiser, um sie beispielsweise in die Tiefgarage am Wiener Platz zu führen. Das war damals klar der Wunsch des Stadtrates, übrigens einhellig. In einer Beschlusskontrolle hat aber die Stadtverwaltung die Meinung vertreten, das sei nicht notwendig, weil in diesen elektronischen Tafeln, wo es aber auch auf der ganzen Strecke nur eine einzige gibt, Wiener Platz draufsteht, wo bestimmt jeder Besucher aus Tschechien genau weiß, dass er dorthin fahren muss. Jetzt frage ich, warum wird dieser Beschluss nicht umgesetzt? Für die Busse gibt es auch diese mobilen Schilder, gerade jetzt an den Adventswochenenden, wo die Aussteigen und Einsteigen der Busse ja hier explizit ausgeschildert ist. Hier am Hörnerschen Platz sieht man ja auch diese Schilder. Warum macht man das nicht in diesem Fall? Notwendig wäre es sehr dringend, weil das Verkehrschaos durch den Parksuchverkehr bei den immer weniger zur verfügenden Parkplätzen, gerade hier in dem Bereich ums Rathaus, sieht ja jeder jedes Wochenende. Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Kühn. Also die Evaluierung des Parkleitsystems ist im Zusammenhang mit dem Aufbau des ganzheitlichen Verkehrsmanagementsystems vorgesehen. Dazu haben Sie ja hier im Stadtrat im September den Beschluss gefasst. Wir sind ja gerade intensiv dabei, auch noch jenseits der Haushaltsmittel, über die wir dann in den nächsten Tagesordnungspunkten reden, noch Fördermittel einzuwerben, weil das Vorhaben ja insgesamt eins ist, was durchaus größere Investitionen nach sich zieht. Wir sind ja an Bundesfördermitteln dran und auch bei der Europäischen Union. Und in dem Zuge soll dann eben auch die Evaluierung stattfinden. Im Moment ist es so, dass die Wegweisung
sozusagen beispielsweise von den Autobahnen angesichts dessen, dass ja die Ausschilderung die numerische Anzahl der freien Parkplätze zeigt und die Richtung weist, in dem Fall in die Innenstadt, und dass natürlich die Ausschilderung bisher auch auf die entsprechenden Namen der Parkierungsanlagen hinweist, also Neumarkt oder Wiener Platz, also sprich auf Eigennamen im Wesentlichen, sozusagen die Übersetzung ja jetzt in dem Fall nicht erforderlich ist und derzeit mit dem bisherigen System auch technisch nicht umsetzbar. Also insofern sind diese Themen tatsächlich ein Thema, was wir mit dem Aufbau des ganzheitlichen Verkehrsmanagementsystems im Gesamtkonzept dann bearbeiten und umsetzen müssen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir das explizit, genauso wie ich es vorgetragen habe, ja diskutiert haben. Und das müssen ja nicht immer irgendwie komplizierte elektronische Systeme sein. Das kann für die Zeit des Striezelmarktes auch eine mobile Lösung sein, wie es für die Busse, wie ich es gerade beschrieben habe, ja gemacht wird. Und wenn ich jetzt von der Autobahn runterfahre, gibt es keinen einzigen Hinweis darauf, wo zum Beispiel Besucher aus Tschechien explizit parken können. Es wäre ja eine Maßnahme, um andere Tiefgaragen besser auszulasten. Und wenn du da die Leute direkt ansprichst in der Landessprache, glaube ich, hätte das auf jeden Fall auch einen entsprechenden Effekt. Deswegen bitte ich nochmal darum, bis zur Umsetzung denn des neuen, bis man ein neues System hat, was wieder super kompliziert wird und Jahre dauern wird, ob man solche einfachen Lösungen dann vielleicht mal für nächstes Jahr ins Auge fasst, weil hier in der Innenstadt, die müssen eigentlich gar nicht hier rumkreiseln, sondern wenn sie am Wiener Platz, die Tiefgarage ist auch am Wochenende oft nicht gefüllt, wenn sie direkt dorthin geleitet werden würden, glaube ich, würde das die Stadt entlasten. Danke. Als nächste fragende Fraktion sind die Dissidenten an der Reihe, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Jahr 2019 hat der Stadtrat den sogenannten großen ÖPNV-Antrag beschlossen. Darin wurde eine Strategie gefordert, wie Dresden den Anteil an Nutzenden in Bussen und Bahnen deutlich erhöhen kann. Und diesem Auftrag sind Sie auch sehr gut gefolgt und haben ein Strategiepapier im Jahr darauf vorgelegt, was also Ausbauszenarien mit Priorisierungen und so weiter sehr schön darstellt. Der Aufsichtsrat der DVB hat sich auch zu einem Ausbauszenario bekannt. Jetzt ist es allerdings so, in dem übernächsten Beschlusspunkt werden wir ja über den Haushalt diskutieren. Und da, wenn ich jetzt den Ersetzungsantrag von Linke, Grüne, SPD, CDU und FDP richtig interpretiere, wird dort eine wichtige Säule des ÖPNV, nämlich die Nutznießerfinanzierung, die Neueinführung dessen in Dresden, komplett geerdet. Das ist also Geld wert. Und da meine Frage jetzt, sollte der Ersetzungsantrag von Linke, Grüne, SPD, CDU und FDP heute beschlossen werden, welche Fehlbeträge würden durch diese Streichung der Deckungsquellen in den Jahren 22, 23, 24, 25, 26 und 27 zu erwarten sein? Was bedeutet dies für das geplante Ausbauszenario oder Programm? Und ist das Angebot der DVB in Gefahr? Also, wenn wir da jetzt schon den Vorgriff jetzt auf die Haushaltsdebatte in diesem Sinne machen, dann ist mit dem jetzt federführenden Ausschussbericht, so muss man das ja sagen, nicht zu erwarten, dass eine Unterfinanzierung im Jahre 23 und 24 der Dresdner Verkehrsbetriebe passiert, weil die Summen in der Finanzierung der Verkehrsbetriebe sind weiterhin unvollendet dem Haushaltsentwurf und der Empfehlung des federführenden Ausschussberichtes enthalten. Was eben geändert worden ist, ist, dass eine Einnahmeposition für den Haushalt nicht mehr vorhanden ist für die Jahre 23, 24. Für den Haushalt insgesamt bedeutet es, dass für die beiden Jahre des Doppelhaushalts das klargestellt ist. Für die Mittelfristplanung 25, 26, 27 lässt der interfraktionelle Ersetzungsantrag offen. Der entsteht eine Deckungslücke, die muss dann in der Folge geklärt werden. Gut, dann hier meine Nachfrage, die leider nicht im Vorfeld übermittelt wurde, aber ich denke, Sie können das aus dem Kopf sofort. Ist das jetzt der Einstieg in eine dauerhafte Haushaltsfinanzierung?
ich höre dann vielleicht Herrn Krüger gleich platzen, der DVB, beziehungsweise wenn dies nicht so ist, wie ist dann das mit dem Ausbauszenario oder können wir überhaupt den Status quo halten? Also, es ist definitiv der Einstieg in die Haushaltsfinanzierung anteilig. Ohne dem ist das Leistungsangebot der Dresdner Verkehrsbetriebe nicht aufrechterhaltbar, das muss man ganz deutlich sagen. Es ist aber erstmal in diesem Sinne in der Finanzierung zunächst, dass wir den Status quo halt machen. Ein Ausbauszenario, eine weitere Mehrbestellung erfordert weitere Haushaltsmittel darüber hinaus. Vielen Dank. Damit kommen wir zu dem Abschluss der Fragerunde. AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Oberbürgermeister, bereits im Sommer diesen Jahres präsentierte die Geschäftsführung der DVB verschiedene Vorschläge zu Änderungen im gesamtstädtischen Straßenraum, die laut Geschäftsleitung erst dann einen finanziellen Vorteil für die DVB brächten, wenn sie alle gemeinsam umgesetzt werden würden. Darin enthalten wir unter anderem die Sanierung der Löschwitzer Straße und die damit verbundene Beseitigung der Langsamfahrstellen für Straßenbahnen sowie eine sich daraus ergebender Fahrzeitgewinn von 3 Minuten für diese Straßenbahn. Besonders umstritten war in diesem Zusammenhang jedoch die Sperrung der gerade Ausspur für PKWs auf der Tölkewitzer Straße in Richtung Schillerplatz, zumal der Fahrzeitgewinn dort gerade mal auf durchschnittlich 1 bis 2 Minuten geschätzt wurde. Obwohl diese Maßnahme besonders kontrovers diskutiert wurde, setzt die Landeshauptstadt im Zuge einer verkehrsrechtlichen Anordnung genau diese Maßnahme als erstes um. Seit rund einer Woche ist nun die gerade Ausspur zwischen Reinhold-Becker-Straße und Kretschmer-Straße als Sperrfläche abmarkiert und für die DVB konnten inzwischen die ersten Erkenntnisse gewonnen werden. Ich habe da folgende Frage. Welche Zeitersparnis konnte für die Straßenbahnlinie 6 und 12 zwischen der Haltestelle Heinrich-Schütz-Straße und der Haltestelle Schillerplatz mit dieser verkehrsrechtlichen Anordnung in dieser Woche tatsächlich zwischen 7 und 9 Uhr sowie zwischen 15 und 17 Uhr festgestellt werden? Und welcher finanzieller Vorteil lässt sich auf dieser Grundlage infolge der Zeitersparnis für das Geschäftsjahr 2023 prognostizieren? Und wie hat sich seit dieser verkehrsrechtlichen Anordnung die Fahrzeit der Linie 65 zwischen Niederwaldplatz und Schillerplatz verändert? Die Beantwortung übernimmt der Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Laczynski, der Stadtrat hat im Frühjahr 2022 beschlossen, dass Busse und Bahnen in Dresden beschleunigt werden sollen, um letztendlich Fahrzeuge einzusparen und Kosten zu senken. Beschluss A0289-21. Eine Maßnahme im Paket ist eben die Abmarkierung des Gleisbereichs auf der Tölkewitzer Straße zwischen Reinhold-Becker-Straße und Kretschmer-Straße gewesen, die umgesetzt wurde. Auf dem Schienenabschnitt sind 35.000 Fahrgäste betroffen, die in der Spitzenstunde fahren die Straßenbahn dort lediglich mit 4,6 km/h, im Durchschnitt 10 km/h. Also sie stehen mehr, als dass sie fahren. Die Maßnahme wurde aufgrund einer umfangreichen Prüfung durch die Vertreter der zuständigen Ämter und der DVB AG, durch die Abteilung Straßenverkehrsbehörde im Straßentiefbauamt angeordnet. Wie Sie schon sagten, eine verkehrsrechtliche Anordnung und zwar am 8. Dezember dann auch umgesetzt. Die Zeit seit Inkrafttreten der Änderung reicht natürlich nicht aus, aussagekräftige Erkenntnisse zu liefern. Die erhofften Effekte können frühestens nach 5 bis 6 Monaten bewertet werden, zumal in der Adventszeit besondere Verkehrsverhältnisse vorhanden sind. Zusätzlich zu den ÖPNV-Analysen findet auch eine Vorher-Nachher-Untersuchung im Kfz-Verkehrbereich statt, zum Beispiel hinsichtlich der Frage der Verkehrsströme, ob die sich verändert haben, hinsichtlich der Reisezeiten und auch hinsichtlich der Rückstausituation. Die Ausgangserhebung, die Vorherhebung hat im Sommer 2022 stattgefunden und die Nacherhebung wird jetzt im Sommer 2023 stattfinden. Und selbstverständlich wird der Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Verkehr über die Ergebnisse, genauso wie der Stadtbezirksbeirat, dann unterrichtet werden. Also gibt es noch keine ersten Erkenntnisse? Keine Erkenntnisse, die jetzt nach wenigen Tagen belastbare Aussagen dahingehend treffen, ob das eine erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Maßnahme war, sondern es braucht, das habe ich im Stadtbezirksbeirat auch erklärt, eine Einschwingphase. Und wie gesagt, wir befinden uns jetzt auch in einer Zeit mit Sondereffekten, Stichwort Adventszeit. Und solche Untersuchungen, die sind eben nach 5 bis 6 Monaten, das sagen die Experten sowohl von DVB als auch im Straßentiefbauamt, belastbar notwendig. An anderer Stelle, wenn man einen Verkehrsversuch macht, macht man den auch über einen längeren Zeitraum
um dort belastbare Aussagen zu generieren. Insofern ist dort 5 bis 6 Monate ein Zeitraum, wo man dann wirklich Erkenntnisse, mit denen man was anfangen kann, generieren kann. Damit wäre die Fragerunde beendet und der Tagesordnungspunkt 5.